So, heute geht es mal wieder um ein Werkzeug und zwar um dieses kleine Teil hier. Es sieht aus wie eine große Zange, es ist auch eine große Zange und mehr oder minder ist es ein Ventilfederniederhalter. Wofür brauchen wir ihn? Ja, wie der Name schon vermuten lässt, um die Ventilfeder runterzuhalten. Ohne dieses kleine schnucklige Spielzeug könnten wir sonst keine Ventile, zumindest beschädigungsfrei und gefahrlos für Leib und Leben ausbauen, weil es gibt schon andere Möglichkeiten, wie Nuss aufsetzen, Hammer draufhauen, dann fliegt so ein bisschen die Sand auseinander, geht auch, aber birgt das Risiko, dass sich die ganze Sache verkantet und vielleicht den Ventilschaft beschädigt, und wenn der Ventilschaft beschädigt ist, dann wird auch die Schaftdichtung beschädigt, was auf gut Deutsch heißt, große Scheiße. Deswegen benutzen wir das hier. Kostet im eBay oder Werkstattauflösung oder auch in neuen nicht mehr ganz so viel. Das ist so ein bisschen älteres Modell, funktioniert aber tadellos. Wie es funktioniert, werden wir uns jetzt an diesem Zylinderkopf angucken. Schau mal an einen Zylinderkopf, wer hätte das gedacht? Ja, übrigens für die Leute, die Fakten lieben, dies hier ist ein 16N Zylinderkopf. Big Block, also Family 2 Motor mit 75 PS. Das ist der ehemalige Motor von diesem blauen Ascona, den ihr öfters mal seht. Ja. Dieses Teil, was so schön rund ist, kommt unten. Ich habe schon mal da was vorbereitet. Dieses Teil kommt hier gegen das Ventil. Und diesen Bogen hier oben, also diese Klammer hier oben, drückt den Federteller runter. Und zwar müssen wir das machen, um diese Kerle rauszukriegen. Damit wird die wird das Ventil gehalten. So, wie funktioniert das jetzt? Wir setzen es an. Wir haben hier so eine kleine Vorrichtung, wenn es jetzt nicht ein bisschen hakt, kleine Vorrichtung zum Ansetzen. Ich habe schon mal ein bisschen eingestellt. So, wir setzen es an. Gucken, dass er relativ gerade ist. Setzen das Spielzeug hier an. Und jetzt können wir mit dieser Kurbel die Ventilfeder runterdrücken. Ne? Dann kommt hier irgendwann mal kommt da was raus. Wir hoffen, es sind dann zwei Ventilkeile. So. Jetzt sehen wir hier schon, jetzt fällt mir da schon eine entgegen. Hier ist der Keil, hier ist der andere Keil. Die könnten jetzt ein bisschen klemmen, da muss man hier mal ein bisschen dran wackeln und dann kriegt man diesen Keil auch raus und dann kann man, wenn die Keile raus sind, den Ventilfederteller abnehmen, die Ventilfeder rausnehmen und wo haben wir das gehabt? Hier. Das Ventil, hopp, ist es drin. Dann haben wir das hier so und dann können wir das Ventil durch leichten Druck hier hinaus befördern. Hier sitzt übrigens die Schaftdichtung, die man dann mal wetzen muss, sobald der Motor qualmt wie Hölle, vor allem im Schiebebetrieb. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das war es schon von diesem Werkzeug. Ich baue jetzt nicht noch ein Ventil hier auf, weil das jetzt ziemlich unsinnig wäre. Sondern rollt wieder zusammen und das war's schon.